Gangnam Style und kein Ende. Rapper Psy begeistert mit seinem YouTube-Hit weltweit seine Fans, nicht nur im Internet, sondern auch live. Bei diesem Flashmob-Konzert in Paris feiert der Südkoreaner mit tausenden Leuten das Knacken der Marke von 650 Millionen Klicks im Netz. Doch ansonsten gibt sich der Megastar ganz bescheiden. This song, Gangnam Style, people make this. Die Leute haben mich groß gemacht mit Gangnam Style. Ich habe gar nichts gemacht. Die Leute gehen bei YouTube rein, sie finden die Musik und sie haben den Song in die Welt gebracht, nicht ich. Sie haben einen Erfolg daraus gemacht und jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich den Erfolg selber schaffen. Mit seinen skurrilen Tanzschritten und dem schrillen Musikvideo habe er alles gegeben, um sich so lächerlich wie möglich zu machen, witzelt Psy. An seinen Überraschungserfolg will er jetzt anknüpfen. Ich werde eine neue Single rausbringen, die halb auf Koreanisch und halb auf Englisch sein wird. Und ich arbeite an noch mehr neuen Stücken, an einem Debütalbum, das hoffentlich bis spätestens März rauskommt. In Südkorea ist Psy sogar mit dem ehrwürdigen Ok-Wan-Orden für kulturelle Verdienste geehrt worden, weil er das weltweite Interesse an seinem Heimatland gesteigert hat. Es bleibt spannend zu sehen, was noch zu erwarten ist von Psy nach seinem Riesenhit Gangnam Style.